Ja, hallo. Ich muss mich jetzt einfach mal melden, weil, sorry, wenn meine Brille so blendet, ich gerade mit einem meiner Kids aus der Autismustherapie den Film Wochenendrebellen geguckt habe. Und ja, ich bin auch ziemlich verrotzelt, deswegen ist meine Nase so rot, aber dieser Film hat mich auch unendlich berührt. Ich kann ihn wirklich jedem, nicht nur Menschen, die sich mit Autismus beschäftigen, sondern jedem, der Interesse für unsere Gesellschaft hat, wirklich ans Herz legen. Ich habe Rotz und Wasser geweint, weil ich so viele Situationen von meinen Kids, mit denen ich arbeite und deren Familien wiedergesehen habe und diesen Druck so spüren konnte, der in vielen Familien und speziell aber auch in meinen Kids und Jugendlichen ist, aber auch in Erwachsenen, die den Autismus als Diagnose haben oder sogar noch nicht haben, also noch gar nicht wissen, dass sie autistisch sind und wie anstrengend deren Leben ist. Ich habe diesen Film angeschaut mit einem meiner 7-jährigen Klienten. Weil der noch gar nichts davon weiß, dass er die Diagnose Autismus hat. Und ich wollte einfach mal gucken, wie reagiert er darauf? Findet er Parallelen? Sagt er irgendwie zwischendurch, oh Mann, so fühle ich auch? Oder das ist bei mir auch so. Das kam während des Filmes nicht. Er wurde teilweise recht unruhig während des Filmes. Aber ich habe mich hinterher noch mit ihm in Böbling an See gesetzt und wir haben noch ein bisschen über den Film gesprochen und da konnte er dann schon ein paar Parallelen sehen, aber konnte es noch nicht so ganz mit sich in Verbindung bringen, was ja auch völlig okay ist. Es war das erste Mal, dass er mit dem Thema Autismus wirklich konfrontiert wurde. Was ich super spannend fand, war letzte Woche eine Familie von mir oder ja auch einer meiner jugendlichen Jungs. Hatte die Familie vor, jetzt am Wochenende in den Film zu gehen. Und so, so typisch. Es geht ja um Wochenendrebellen und um Fußballclubs. Und er hat gesagt, ich will diesen Film gar nicht sehen. Ich interessiere mich doch gar nicht für Fußball. Und er ist tatsächlich nicht mitgegangen. Aber ich weiß von der Mama, die mit ihrem Mann und dem kleinen Bruder in dem Film war, der dann gesagt hat, jetzt weiß ich, wie mein großer Bruder oftmals tickt. Und in dem Film war auch ein Ehepaar, mit dem ich hinterher kurz gesprochen habe, die auch ein autistisches Kind haben und auch viele Parallelen gefunden haben. Bei mir in der Praxis ist durch diesen Film jetzt eine Idee entstanden und ich bin sehr gespannt, was meine Jugendlichen und ich daraus machen. Weil Autismus ist nicht Autismus. Und das fand ich sehr, sehr schön im Abspann des Films, dass dort auch nochmal hingeschrieben wurde, dass Autismus eine Vielfalt hat, dass es total bunt ist. Ich habe bei mir in der Autismustherapie aktuell 21 Kinder mit der Diagnose Autismus auf unterschiedlichste Art und Weise. Jedes Kind ist anders und meine Herangehensweise ist auch bei jedem Kind anders. Alles mit dem gleichen Menschenbild, dass mein Ziel ist, dass sie diese Kinder finden und Jugendlichen finden, was sie glücklich macht. Genauso wie ich es im Coaching mit meinen Erwachsenen mache. Und nicht nur festgezurrt sind am Autismus, aber da auch an dieser Diagnose vielleicht erkennen, welche Vorteile es auch mit sich bringt, welche Stärken sie dadurch haben. Und das ist auch wieder individuell bei jedem einzelnen Kind. Ja, ich bin total berührt von dem Film und ich empfehle ihn wirklich jedem, ihn einmal gesehen zu haben. Und ich überlege aktuell, ob ich mit einer kleinen Gruppe meiner Jungs, weil ich habe hauptsächlich Jungs, aber dann natürlich auch Mädchen, ob ich die mitnehme mal in den Film und wir hinterher wie so eine Diskussionsrunde über den Film machen. Entstanden ist aktuell, und da sind wir gerade dran, eine Präsentation zu erstellen, weil die Autismusbeauftragten vom Land oder vom Schulamt
im Kreis Böblingen haben alle eine Präsentation. Und ich finde es aber total cool, wenn wir da oder ich mit meinen Jugendlichen da erarbeite, was ist ihnen denn überhaupt wichtig? Ja, nicht nur das, was die Wissenschaft erstellt hat, was irgendwelche Ämter irgendwann mal erstellt haben. Was ist meinen Kids und Jugendlichen wichtig, was die Menschen wissen sollen? Über sie oder über die Vielfalt von Autismus. Und unter anderem war bei dem einen Jungen die Aussage, die sollen mich doch bitte einfach in Ruhe lassen. So, der andere sagt, hey Maren, das muss gut aufgeklärt werden, weil es gibt so viel Bullshit auch über Autismus und wir sind ja nicht alle gleich. Und aktuell sammle ich von meinen Jugendlichen das alles ein und werde das dann auch irgendwann demnächst hier in Form von einer Präsentation oder einem Film mal gucken, was wachsen darf, entstehen. Und bis dahin wünsche ich mir ganz, ganz viele Menschen, die den Film Wochenendrebellen geschaut haben. Ja, jetzt lasse ich den Film erstmal noch weiter sacken und den Abend ausklingen. Und ja, wünsche euch erstmal einen schönen Abend und einfach ein toller Filmtipp, den ihr euch gerne anschauen dürft. Und nehmt, falls ihr sensibel seid, sehr gerne Taschentücher mit. Bis dann.